Ja, ich habe die Anregung von dem jungen Mann ja auch mal aufgegriffen und habe meinen Text jetzt durchnummeriert. Übrigens, Frauenfußball ist wesentlich erfolgreicher als Männerfußball, glaube ich. Ne? Wie oft waren die Frauen-Weltmeister? Ja. Ich habe auch noch was für die Frauen. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, das stimmt jetzt aber wirklich, wenn man einem weiblichen Schwulwurm das Gehirn komplett entfernt hat, entwickelt er sich zu einem Männchen. Ist wirklich wahr. Funktioniert aber nur bei Schwulwürmern. So. Aus meinem Zyklus. Jetzt habt ihr Spaß, ne? Ja. Ich mache meinen ganzen Ruf kaputt. Aus meinem Zyklus sehe was, was du nicht siehst, lese ich für euch den Text. Bei riesigen Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt von Apothekern. Meine Freundin Elke ist Pharmareferentin, versorgt uns aus ihren Vorräten mit Tabletten jeder Art. Von ihren Kollegen, den Ratiopharm-Zwillingen, bekamen wir oft Plastiktüten mit abgelaufenen oder falsch etikettierten Pillen, die in einer Kaffeemühle pulverisiert und in einen Eimer mit dem Aufdruck Dr. Moppels Wunderpulver umgefüllt wurden. Bei Langeweile nahmen wir eine Prise und warteten gespannt auf die Nebenwirkungen. Lähmungen, Farbblindheit, Krämpfe, Schwindelanfälle, Kreislaufversagen und hysterische Lachanfälle waren gängige Symptome. Auch heftiges Sabbern war möglich oder eine Inkontinenz, die absurderweise von Euphorie und Glücksgefühlen begleitet wurde. Elke und Dr. Moppel bereiteten mir vor einigen Monaten eine unvergessliche Nacht, als sie im Schlaf über eine Stunde heftige Krämpfe und spastische Zuckungen bekamen. Bei dem Versuch, sie aufs Bett zu drücken, muss mein Schwanz wohl irgendwie in sie reingeraten sein. Auch wenn das jetzt völlig absurde Eindruck entsteht, ich hätte die Situation nur schamlos ausgenutzt. Einen geileren Sex hatte ich danach nie wieder. Das klingt zwar sehr romantisch, aber es gab auch traumatische Erlebnisse, die ich nicht verschweigen möchte. Ich rauchte morgens eine Zigarette, als ich mich urplötzlich nicht mehr bewegen konnte. Ich musste hilflos mit ansehen, wie sich die Glut von dem filterlosen Stummel gnadenlos auf meinen Mund zubewegte. Bevor sie die Lippen jedoch erreichte, erschlafften meine Gesichtsmuskeln und die glühende Kippe fiel direkt auf meine Unterhose. Nur ein Glückstreffer meines termingerecht einsetzenden Sabberns auf die Glut verhinderte, dass mein Würstchen knusprig braun gegrillt wurde. Da ich eine absolute Nachteule bin, bewarb ich mich auf eine Stelle als Nachtwächter. Das Gespräch mit dem Personalchef lief super und ich musste nur noch einen kleinen Talk mit der Firmenchefin überstehen. Aus lauter Freude über den positiven Ablauf habe ich mir schnell eine Prise Dr. Moppel gegönnt. So fand mich die Chefin tiefschlafend in ihrem Sessel vor, was sie ziemlich lustig fand, der schlafende Nachtwächter. Als sie mich weckte, war ich gerade vollkommen auf Psychopharmaka. Ich brachte nichts heraus und schiffte mich für ihren Augen komplett ein. Sie schickte mich mit dem Satz nach Hause, den alle Arbeitslosen bestens kennen. Wir melden uns bei Ihnen. Das war schon ziemlich peinlich, aber den Super-GAU erlebte ich einige Tage später. Nach dem Frühstück zog ich mir eine riesige Portion Dr. Moppel rein und machte mich auf den Weg in die Stadt. Direkt vor einer Schule rotierten meine Augen plötzlich wie Murmeln in einer Waschmaschine und ich schlug orientierungslos und sehr schmerzhaft auf dem Bürgersteig auf. Glücklicherweise sah mich eine Gruppe 12-jähriger Schüler auf dem Weg liegen und leistete spontan erste Hilfe. Sie schleiften mich vom Weg in das Gebüsch vor dem Schulhof und lehnten mich dann bequem an einen Baum. Da meine Zunge dick angeschwollen, mein Mundstaub trocken war, konnte ich nur mit Hilfe krächzen, als die kleinen Kackbratzen erst meine Brieftasche plünderten und mir dann Hose und Unterhose bis zu den Knien herunterzogen. Unter fröhlichem Gelächter zogen sie dann weiter zum Sozialkundeunterricht in ihre Klasse. Dort informierten sie den Lehrer, dass im Gebüsch vor der Schule ein Perverser hockte, der mit seinem Ding vor ihren Augen herumgewedelt hätte. Mit letzter Kraft gelang es mir wenigstens trotz der Lähmung, mein bestes Stück mit der rechten Hand abzudecken. Ein nur scheinbarer Sieg, denn Sekunden später verkrampfte sich um meinen Schwanz und fing heftig an zu zucken. Ich dachte noch, viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Da setzte pünktlich mit dem Eintreffen der Polizei auch das Sabbern wieder ein. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was sich den völlig entsetzten Beamten für einen Anblick bot. Dass diese Schule auch von einigen Kindern der Polizisten besucht wurde, senkte die Toleranzgrenze der Autokultur erheblich.
Folgerichtig wurde auf dem Revier meine kaum verständliche Aussage von allen Beamten unter Einsatz ihrer Gummiknüppel kräftig auf den Wahrheitsgehalt hin abgeklopft. Damit trotzdem alles korrekt ablief, wurde ich während dieser Prozedur von einem der Polizisten über meine Rechte aufgeklärt, was bei mir einen unkontrollierten Lachanfall auslöste, der wiederum die Beamten zur Höchstleistung anspornte. Als ich nach 3 Monaten entgegen der Prognose meines Arztes überraschend aus dem Koma erwachte, fand ich auf meinem Schreibtisch ein hübsches Geschenk vor. Auf der Genesungskarte hatten sämtliche Schlaganfallbeamte unterschrieben und in dem Päckchen lag ein Schlagstock aus Marzipan mit der Aufschrift "Immer wieder gerne". Ich hasse Polizeihumor. Später besuchte mich auch meine Freundin und überraschte mich mit einigen Neuigkeiten. Einer meiner kleinen Peiniger hatte das komplette Attentat mit seinem Smartphone gefilmt und sofort bei YouTube und MyPorn hochgeladen. Das entlastete mich nicht nur vollständig, sondern verschaffte mir mit 7 Millionen Klicks nach nur einem Monat auch einen gewissen Ruhm in Wuppertal. Außerdem bekam Elke nach einer Überdosis Dr. Moppe den Wunsch, unsere Wohnung Feng Shui-mäßig umzugestalten. Das klang positiv. Denn unsere Wohnung sah immer so aus, als ob eine Bombe explodiert wäre, kurz nachdem eine Bombe explodiert war. Sie konsultierte dafür einen Schwingungsmeister, den Brahma Vishivashi Tonga, dessen Anzeige sie im Internet gefunden hatte. Der gelernte Sozialhilfeempfänger aus Südherne durchsuchte mit Hilfe seines inneren Auges unsere Wohnung nach schlechten Vibrationen und stellte fest, dass ich es war, der die Harmonie in unserer Räumlichkeiten empfindlich störte und deshalb dauerhaft von dort entfernt werden musste. Meine frisch erleuchtete Drogenabschnittsgefährtin sagte sich darauf spontan von mir und Dr. Moppe los, um ein neues und rein spirituelles Leben zu beginnen. Zum Glück brachte sie den Eimer und die Kaffeemaschine als Abschiedsgeschenke mit ins Krankenhaus. Während ich seitdem mit Schwester Gabi die Hospitalbesucher sehr lukrativ mit dem Wunderpulver versorge, lebt Elke jetzt mit dem König der Scharlatane im neu erschaffenen Feng Shui-Paradies zusammen. Und das ist im Rückblick auch eine sehr angenehme Nebenwirkung. Dankeschön. Frauenversteher Dr. Moppel.